So krass, so krass. Es hat endlich funktioniert. Meine lieben Zugucker, herzlich willkommen zu einem, na, erstmal unplanmäßig angezocktem Fallout London. Die Mod ist endlich draußen. Es hat. Es war schwierig, das Ding zu installieren. Nicht wegen den Moddern, sondern einfach wegen mir. Und die erste Aufnahme war auch ein wenig für die Füße. Ich habe die Hardware gewechselt und ja, jetzt geht's nochmal von vorne los. Der Vorteil ist, ich stochere da nicht so ein bisschen rum. Das heißt, wir kommen am Anfang doch ein bisschen weiter als bei der ersten Aufnahme, die ich halt wieder in die Tonne geworfen habe. Ich will jetzt gar nicht lang schnacken. Wir gucken uns jetzt diesen schönen Mod an, der Fallout 4 komplett umkrempelt. Ich würde sagen, let's go. War. War never changes. Since the dawn of man, when tribes beat each other to death over necessities, the will to power has been the driving force of mankind. When the great fires of humanity's ambition ravaged the earth, it was not our doing. For the bloodiest chapter of human history had only begun. Britain was not spared the hellfire. And London, a monument to mankind's ambition, was returned to the state of nature. Those who emerged from the ashes did so from a network of underground bunkers known as Pindar stations. And so it was that the embers of civilization would ignite once again. Over a century later, through the military might of the Tommies, an aristocratic parliament continues to give orders. But few are still listening. In the Tower Hamlets, the fifth column rises. Training drums beat and uniforms march, all in the name of their dear leader, Eve Varney. Across the Thames, in the pastures of Richmond, a great army gathers strength. Styled on the Camelot knights of days past, they're headed once more unto the breach. For there are whispers of angels beneath this hallowed land, a curtain of illusion and intrigue, a puppeteer behind the scene. Only one thing is certain. Those who take the road to Westminster will be forever changed. Because in mankind's pursuit of power, there is no price too high, no life too valuable, and no ideal too sacred. Because war, war never changes. Mind the gap. Mind the gap. Stand clear of the doors, please. Ja, genau, stimmt. Wir können uns jetzt hier den Charakter auswählen, entweder männlich oder weiblich. Und ich mache hier wieder einen männlichen Charakter. Ja. Alter, das sieht schon. Das ist irgendwie cool. Ist halt ein komplett anderes Feeling, gell? Komplett anderes Feeling. So. Und wir machen jetzt hier auch nicht lange rum. Wir werden jetzt hier direkt einfach ein Face auswählen. Nein, das war das falsche Face. Wo ist es? Das nämlich. Das habe ich nämlich gestern auch genommen. Und wir sehen eigentlich recht ähnlich aus. Zumindest ist die Frise dieselbe. Das Einzige, was wir noch machen könnten, komm mal, wir machen hier mal das Bärtchen. So, was haben wir denn? Nein, das war's nicht. Ich wollte eigentlich nicht den Mouth, sondern Beard. Aber weißt du was, egal. Weißt du was?
Den Body machen wir noch auf ganz muskulös. Geil. Und jetzt, ja, confirm. Was wir jetzt noch machen können, das ist halt super nice. Excellent. Rapid progress is being made. Alter, der ist so komisch. Of course. Now what about their physical and mental development? Das werden wir jetzt rausfinden. Zwar, wir können hier nämlich genau wie bei Fallout New Vegas uns ja Details holen, beziehungsweise Vor- und Nachteile. Und Moment, das sind erstmal noch die ganz normalen Statuswerte. Entschuldigung, haben wir gleich. Machen wir erstmal die Stärke. Da machen Charisma machen wir ganz weit oben. Das machen wir auch. Luck nehmen wir definitiv. Agility ist auch wichtig. Intelligenz ebenfalls und Endurance. Oh je, wir sollten hier. Das ist doch okay. So. Achso, der Name. Der Name, ja. Moment. Da machen wir wieder gut. Natured. So. Und jetzt haben wir diese Fähigkeiten. Das ist halt ganz geil. Das ganze Spiel ist auf Englisch, by the way. Ich bin der Sprache mächtig, aber nicht zu 100%. Das heißt, ja, also ungefähr so fühle ich mich manchmal. Also was habe ich denn gewählt? Das habe ich gewählt, weil es ist irgendwie ganz cool, wenn man irgendwo pennt und dann ist dann plötzlich ganz woanders. Es kann nervig sein, aber irgendwie auch spannend. Yes, will ich wählen. Und dann nehmen wir noch, das war hier, es sind zwar schneller, aber wir nehmen wir Waffenschaden. Das ist, again, but movement speed drops to zero and you. Oh, das ist natürlich dann blöd. Hm. Ja, nee, das ist blöd. Influencer Camp, but you know how to make. Ja, das nehmen wir, weil wir nehmen ja eh keine Camps. Okay, dann haben wir es doch. Gentlemen, I trust everything is going well. Oh ja, natürlich. Tremendously so. In fact, it may be our best work yet. Good. The subject looks ready for conditioning. Within a week or so, we can wrap up phase one. Na klasse. Thank you, sir. I'll set phase one on autopilot. See that it's done. Oh je, Mr. X. Okay. Ja. Seems to be rousing a bit. Ah, nur ein bit. Not to worry. Let's put them back under. Wow. Oh, Alter. Da war der Kopf aber weg. Und ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Alter, da war der Kopf aber weg. Heieiei. Das, ich muss zugeben, das sah gestern in der ersten Aufnahme auch sehr lustig aus, weil der Felsen ist gegen den ersten Wissenschaftler geflogen. Es hat 3 Sekunden gedauert, bis er dann irgendwie down gegangen ist. Super lustig. So, also, wir können uns endlich bewegen und wir können hier raus. Und wir haben natürlich hier, das ist ein cooles Feature. So kommen wir nämlich raus. Tata! Hä? Wie hast du es zu uns geschafft? Hä, wie bist du da reingekommen? Hä? Hä, wie bist du hier reingekommen? Okay, lustig. Na komm, kann ich jetzt mal raus? Danke. Also, guckt euch das an. Das ist so schön. Es sieht so cool aus. Gut, da sind ein paar Leichen, man kennt's, aber das ist Excalibur. Okay. Excalibur nehme ich immer mit. Ich dachte, das wäre ein Schwert und kein Medic-Dings. Ja. Oh, die Aufnahme läuft schon viel, viel besser als gestern. Eieieiei. Okay. Ja, wir haben hier ganz viele Wissenschaftler, die leider ein wenig matschi-matsch sind. Und wir müssen jetzt erstmal hier entkommen. So. Hier sind die Leute durchgekommen, aber hier kommen wir nicht durch. Beziehungsweise wir können hier die leider nicht hoch. Dann gehen wir hier durch, gehen wir hier raus. Und hier haben wir ganz viel, ja, Stuff wieder zum Aufnehmen. Und hier geht's wieder los. Und hier wird geschossen. Uah, Dicky, mach doch sowas nicht. Wir gehen hier mal raus.
Wir haben aktuell noch keine Taschenlampe. Wir haben aktuell noch nichts, was notwendig ist. Aber wie gesagt, ich muss halt zugeben, ich habe gestern ja schon eine Aufnahme gemacht und da habe ich es ein bisschen verkackt. Und dementsprechend weiß ich jetzt so anfangs, wo es lang geht. Und hier haben wir einfach ein T-Shirt und Slacks. Sollen das Schuhe sein dazu? Halt vom GOG-Team. Saugeil, richtig cool. Und dem hier will ich auf jeden Fall ein bisschen würdigen, weil das sind hier für die ganzen Patreon- und Kofi-Supporter und die will ich einfach nur mal anzeigen. Einfach, dass man sieht, wer so das alles supportet hat. Das ist super. Hoppala, da war ich zu schnell. John Smith war der ultimative Fan. Die haben halt wirklich sau viel auf die Beine gestellt bei dem Mod. Und das komplett umsonst. Das ist eine kostenlose Mod. Und da muss man halt, also die sind da glaube ich schon seit ewig Jahren, ja, seit Ewigkeiten dran. Haben wegen dem Next-Gen-Update einen riesigen Rückschlag gehabt. Und haben sich dann kurzerweg gedacht, Alter, ey, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir machen das jetzt so, wie wir es vorher entwickelt haben. Dann haben die Steam-Leute halt einfach jetzt erstmal so halbwegs Pech. Wir machen trotzdem Downgrader und dass das funktioniert. Aber es geht halt eigentlich erstmal ab der Version, die 9 Jahre draußen war. Ja. Next-Gen-Update, ich habe das auch nicht verstanden. War ein cooler Zug von denen, definitiv. Aber es hat halt sehr viel kaputt gemacht. Also, ihr seht ja, wir sind hier so einer Wissenschaftsanlage. Das ist ganz nett. Und dann gehen wir hier raus. Und zwar gehen wir direkt, die Tür habe ich nämlich nicht entdeckt, weil wenn wir jetzt hier lang gehen, dann verbrennen wir. Und ich sag's euch, wie es ist, die Ladezeiten sind... Boah, Digga. Scheiße. Wirklich. So, und dann sind wir jetzt hier. Dann haben wir hier noch einen. Bone Cutter. Oh ja, nice. Bobby Pan. Was ist das hier? Das kann ich nicht aufnehmen. Das Terminal können. Das sieht halt richtig nice aus, wirklich. Reset Door Mechanism. Ja. Jetzt haben wir unsere Tür aufgemacht. Aber leider auch die. Machen wir erstmal die platt. Diese Mini-Ratten. Aber ihr seht lustig aus. Hey, wo seid ihr? Da ist noch eine. Warte, ich habe noch eine. Ah, du kleines Mist. So, und damit hätten wir das. Dann können wir nämlich die Tür jetzt hier aufmachen. Und können unseren Device nehmen. Und der Device, ihr wisst es schon, wird unser Pip-Boy. Ist halt richtig cool gemacht. Das ist richtig cool gemacht. Guckt euch das an. Eine extra neue Animation. Alles neu. Alles neu gemacht. Das ist so geil. Ich hätte noch viel mehr Spaß, wenn das Spiel nicht auf Englisch wäre, tatsächlich. So, und da haben wir jetzt unser Stuff, was wir auswählen können. Wo haben wir es denn? Da. Dann können wir nämlich das hier mal auswählen. Subject Suits, das können wir doch nicht. Ach, Excalibur, genau. Ah ja, das war... Ah ja, okay. So. Und wir haben noch ein Utility Belt. Für der jetzt ist, das weiß ich noch nicht. Können wir den benutzen? Lass mal kurz gucken. Ja, tatsächlich. Wofür ist der? Ich weiß nicht, wofür der ist. Aber wir haben doch hier eben noch eine... Ah, hier. Das nehmen wir. Wie sehen wir denn aus? Oh ja, wir sehen gut aus. So mehr oder weniger. Schönes Ding. Und hier, guckt mal. Da ist der ganz normale Pip-Boy. Sau gut. Diagnostic Test 11. Loading. Exact Version. Mega. Data Mine Result. Ah ja, hier. Das kennt man ja. Und dann hier Corrupted Data. Ja gut, dann lassen wir das hier einfach, wie es ist. Das können wir noch mitnehmen. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier auch Lichtchen. Ich muss wirklich zugeben, was mich ein bisschen stört. Also es ist halt einfach komplett Englisch, gell? Und ich weiß jetzt nicht, ob es noch eingedeutscht wird. Es wäre cool, wenn es das wird. Aber ich glaube, da muss auch erst nochmal gewartet werden, Alter. Wie, das ist so cool. Wie bei einer alten N64 SNES oder Gameboy-Kassette. Okay. Dann gehen wir raus.
Oh, noch mehr Leichen. Nee, den nehmen wir jetzt nicht mit. Huch. Okay. Was hast denn du da? Das ist... Ah ja, okay. Lass uns mal hier raus. But. I don't give a fuck. Just get us out of here. They'll have to find their own way. Oh, klasse. Oh. Jetzt machen sie ja alles dunkel. Und jetzt sollen wir die Torch nehmen. Das weiß ich noch von gestern. Komm her, gib mir das Ding. Nice, Taschenlampe. Und dann die Torch kann ich mit B öffnen, richtig? Ja. Und dieses Game, Fallout London, soll gruseliger werden und weniger spaßiger als sein Vorgänger, also als normal Fallout. Und ja, das befürchte ich nämlich auch, dass das hier ein wenig gruseliger wird. Jetzt, wie bin ich denn hier nochmal gestern rausgekommen? Ach, hier, genau. So. Also ich bin gestern tatsächlich in der Aufnahme ein wenig... Oh, Diggi, was ist mit dir passiert? Dich hat's auch... Warum seid ihr eigentlich alle tot? Warum hat's euch alle zerfetzt? Ich bin gestern in der Aufnahme wirklich ein bisschen rumgeeiert. Und so haben wir jetzt Zeit gespart. Das ist doch auch nett. Where are you going? Nirgendwo hin. I doubt you'll make it far. Someone such as yourself. You were more useful as a lab rat. Das ist aber nett. But alas, it seems I'm not long for this world. It's a shame, really. There was so much I wanted to do. Off you go, then. Be seeing you. Oh. Okay. Ach, guck mal, jetzt ist der weg, oder was? Wir kommen hier halt auch nicht rein, weil wir... Ja. Kein Skill dafür haben. Sehr clever gemacht. Den Aluminiumkanister nehmen wir mit. Und Bobby Bingsbums-Dings nehmen wir auch mit. So, dann können wir den Nift nehmen. Ich speichere lieber mal. So, und dann gehen wir doch mal hoch. Let's go. Going up. Going up. Man kennt's. Ah, mein erster Kaffee ist auch gleich leer. Perfekt. Also, es ist schon sehr, sehr cool. Man merkt einfach, das ist... die Fallout Engine, aber es fühlt sich wie ein komplett anderes Game an. Das ist schon ziemlich geil. Also, verrückt. Einfach verrückt. Na? Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Der Jingle. You are quite the wayfarer, aren't you? Ja, das sind wir, genau. Escaping all that hubbub. With all you've been through, I'm impressed. It seems I neglected to introduce myself. Very unprofessional of me. Ja, das finde ich aber auch, das geht aber nicht. I'm Mr. Smythe. Ach, Mr. Smythe, nicht Mr. Smith. And you? Well, it doesn't matter who you are. Das sehen wir noch. Now I'm sure you have many questions. And perhaps someday I'll answer them. But for now, Wayfarer, let's not stand on parade. Since I'm all for giving one a sporting chance, I've unlocked the doors. Go. Das ist lieb. Das ist lieb. Stay safe. And remember. Mind the gap. Oh Gott. Dieser Jingle, der gefällt mir gar nicht, gell? Der ist... Der hat so ein bisschen creepy. Der ist so ein bisschen creepy, tatsächlich. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt sollen wir einen Weg rausfinden. Dann werden wir das machen. Ich habe tatsächlich bis gestern... Also das war das Ende meiner Aufnahme. Gestern. Die nicht so ganz funktioniert hat. Deswegen, ich werde jetzt hier direkt weitermachen. Wir gucken uns das hier einfach mal... Huch, eine schöne Telefonzelle. Guckt euch das an. Schön. Ja, hier
Weiter bin ich nicht gekommen. Und ich habe tatsächlich fast eine Dreiviertelstunde gebraucht dafür. Einfach, weil ich so lange gebraucht habe und die Aufnahme nicht so gut war. Dann würde ich sagen, wo müssen wir hin? Wir können... Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gucken wir uns das einfach mal an. Gehen wir mal hoch. Was haben wir hier? Okay. Oh, wie fein. Guck mal. Ah, guck mal, da kann ich rein. Okay, ich speichere mal ganz kurz. Das ist ja auch nice gemacht. Kann ich dich umwerfen? Nö. Hier sind ganz viele Puppen. Super eigenartig. Okay, let's go. Gehen wir hier durch. Ah, okay. Wow. XYZ-Cleaner nehmen wir mit. Oh, fuck. Ich habe hier kein gutes Gefühl. Echt nicht. Vor allem habe ich hier einfach Schiss, dass wir gleich irgendwie angegriffen werden von irgendwas. Aber wir haben noch keine Waffe. Wir haben noch haben wir kein... Na gut, wir können mit Fäusten können wir uns hauen. Oh, was ist denn das? Ist das Nuka-Cola? Food and Brew. Okay. Hier ist ein Terminal. Das können wir auf jeden Fall mal benutzen. Wenn das noch funktioniert. So, welcome to the Shard. Welcome to the Shard, London's Premier Luxury Hotel. Ah, okay. Wie gesagt, ich bin da Englisch und dran nicht zu 100%ig mächtig, deswegen ist das hier mit dem Vorlesen ein wenig schwierig. Das tut mir auch ehrlich gesagt ein bisschen leid. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Außerdem bin ich ungeduldig, ich will hier durch, ich will hier jetzt laufen. Was ist das? Eine Kamera. Hier haben wir noch eine Dirty Kamera. Fußball. Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf, wir gehen jetzt hier raus. Gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Da ist doch der Aufzug, okay. Komm. Okay. Dann. Wieder runter? Wieso gehen wir dann schon wieder runter? Och nö. Ich wollte nicht runter, ich wollte hoch. Oh, verdammt. Okay. Oh, hier geht's ja noch weiter. Was ist jetzt? Okay, hey, hey, hey. Scheibenkleister. Okay, ich versuch mal abzuhauen. Ach, scheiße, okay. Wir kommen hier nicht durch. Nobiz kriegen. Die kriegen wir doch auf, oder? Was wäre denn gewesen, hätten wir jetzt nichts davon aufgesammelt? Mach die Tür zu. Leatherback. Okay. Wir kriegen hier. Warte mal, können wir. Oh, guck mal einer an. Fuck. Okay. Okay, wir haben es. Wir wurden vergiftet. Verdammt! Ich glaube, ich war nicht richtig. Ich bin mir nicht sicher. Okay, der hat uns auf jeden Fall in irgendeinen komischen Raum gepackt. Ist das... Oh, der Drecksack. Ich glaube, das ist einfach ein Labyrinth. Ich glaube, der hat uns in irgendein scheiß Labyrinth einfach gebracht. Und wenn wir jetzt mit dem Aufzug hochfahren oder runter oder was weiß ich, weil am Anfang war ja noch ein Aufzug. Oh, wie link. Oh, wie link, Digga. Okay, das ist interessant. Dann nehmen wir auf jeden Fall da oben das Ding wieder mit. Oh. Das nehmen wir mit. Komm her. Dann gehen wir nämlich nochmal da hoch. Ja, das ist unser erstes Zeug, was wir haben. Es gibt, glaube ich, bei dem Mod gibt es auch nur einen Schwierigkeitsgrad bisher, by the way. Das sollte man sich mal merken. Okay, guck mal. Hier ist eine... ja, aber keine Wumme. Scheiße. Hier ist keine Waffe, das ist schlecht. Okay. Kommen wir hier durch? Geht das? Oh! Ah ja, siehst du mal. Wir hätten auch einfach hier lang gehen können. Direkt. Okay, das sollten wir uns merken. Wir kommen mit dem... Okay, das sollten wir uns merken. Dann gehen wir doch mal... Alter, sag bloß, das ist jetzt das, die Open World, wo wir jetzt rauskommen. Das wäre ja ziemlich nice. Einfach so random direkt. Damit hätte ich nämlich jetzt wirklich nicht gerechnet, dass wir schon in der Open World sind. Okay, dafür hätte ich mir eigentlich noch einen zweiten Kaffee verdient. Na, so halbwegs. Es ist, es geht hier wieder raus. Da ist der Notausgang. Ah, nö. Okay, ich speichere mal.
Okay, die sind ja wenigstens ein One-Hit. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Und diese, das Fleisch kann ich mir nehmen. Das können wir nämlich dann, glaube ich, essen. So, hier ist hier was drin. Ja, Wasser. Den Kanister nehmen wir mit. Oh, fuck, ey. Das ist nicht gut. Wir gehen hier aber weiter. Hier, guck mal, hier ist eine Leiche. Mit, oh, kacke, ich dachte, das Ding könnte ich mir aufnehmen. Okay. Alter, ich habe ja kein gutes Gefühl, Gelle. Was ist das denn hier? Das sieht, das schreit mir schon nach Falle. Das schreit mir sowas von nach Falle. Vor allem, wo zum Fick sind wir? Wir kommen hier nicht durch, ne? Ne. Da kommen wir nicht durch. The Scanner opened. Können wir den... Okay, können wir hier was nehmen von dir? Oh! Einfach ein Comic. You've collected an issue and protect the wife. Ach, wie geil ist das denn? Okay, das war ein Zufall. Ja, ja. Aua. Oh, das wirkt aber noch cooler. Komm her. Nochmal. Schönes Ding. Oh. Oh, wir sind vergiftet, was nicht gut ist. Müssen wir aufpassen, nicht, dass wir jetzt gleich drauf gehen. Jetzt geht's wieder. Okay, das ist schon ziemlich cool, jetzt mal ehrlich. Oh, warte mal, was? Ich habe da gerade Zigaretten aufgenommen. Gott, ich habe hier kein gutes Gefühl wieder. Haben wir keine Waffe. Außer unsere Äxte. Äxte. Fäuste meine ich. Nee, hier haben wir, ja. Den Whisky und das Zeug können wir nehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir davon Energie bekommen. Ah, Nougat Cherry. Davon kriegen wir auf jeden Fall Energie. Bier. Nehmen wir auch, komm. Können wir doch gerade benutzen, oder nicht? Inventar. Haben wir es denn? 8. Bier, Strange, nee, das nicht. Look at Cherry. Ja, wunderbar. Sehr gut. Dann haben wir nämlich hier jetzt endlich ein bisschen Gesundheit. So, und hier haben wir... Da ist noch eine Ratte. Komm her. Perfekt. Weg mit dem Mistvieh. Aluminiumkern. Komm, das nehmen wir alles mit. Kann man alles gebrauchen. Und doch eine Happy Birthday Torte. Okay. Kann ich hier durch? Ticket. Hier kommen wir nicht durch. Also, glaube ich, oder? Nee? Das können wir auch nicht benutzen. Wie kommen wir denn jetzt hier weg? Okay, das ist, strange. Da ist eine Tür. So, warum kommen wir hier nicht durch? Da. Das cannot be open. Ticket Machine, das geht alles nicht. Da kommen wir nicht durch. Hier auch nicht. Vielleicht eine andere? Nee. Okay. Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen ratlos. Ah, guck mal. Hier haben wir noch mehr Stuff. Hier ist ein... Oh je. Also das ist... Ein Safe! Den kriegen wir aber auf. Komm her. Nice. Jimmy Hat, ich weiß nicht, was es ist, aber das machen wir auf. Und dann hier, das können wir auch noch aufmachen. Ja, ja, wir wissen, wie das Schloss funktioniert. Ja, guck dir das an. Ah, hier ein Stück noch. Na, hier noch. Ah, fuck. Okay, zweiter Versuch. Na, also. So, was haben wir hier? Stuff, 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 aber keine Waffe. Immer noch keine Wumme. Der Notausgang, der zeigt, aber da können wir nicht einfach rüberklettern? Nö. Nee, der will uns hier nicht drüber lassen. Aber ich verstehe nicht, warum. Hm, warte mal, was haben wir hier? Train Map. Ah, okay. Ich dachte, die hilft uns. Nee, aber hier kommen wir gerade irgendwie nicht weiter. Aus Gründen. Was hängt hier oben? Out of order. Hier kommen wir nicht drüber. Oder? Nee. Okay. Ich glaube, wir haben uns hier ein wenig nicht verlaufen, aber ein... Hm. Es geht... Ach, hier, guck mal. Ganz viele Tickets. Ah, warte mal. Kann ich mit den Tickets hier vielleicht durch?
Ja, das war einfach. Okay. Gut, aber meine lieben Zugucker, ich würde jetzt kurz hier hochgehen. Und jetzt nach London gehen, wie geil. Okay, das gucken wir uns kurz an. Das gucken wir uns noch kurz an. Und da sind wir in London. Okay, krass. Jetzt sehen wir halt trotzdem. Wow. Ah, jetzt. Ah, wir sind in den Zug eingestiegen, jetzt fahren wir. Ach, lustig, ich wollte noch gar nicht fahren. Das ist ja wirklich crazy. Das ist ja richtig verrückt. Jetzt speichern wir erstmal. Das ist ja wirklich... Moment, wir gehen mal ganz nach vorne. Wir gucken, wo wir hinfahren. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei der Zugfahrt bei Half-Life das erste Mal. Und wisst ihr was? Genau hier werden wir jetzt auch einen Cut machen, meine lieben Zugucker. Erst einmal vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part wird es dann nochmal weitergehen. Ich werde es auf jeden Fall noch einmal anzocken. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Haut rein und bis dann. Ciao.